Bevor ich gleich die Präsi starte, würde ich mich auch einmal kurz vorstellen. Hallo, freut mich sehr, dass jetzt sind es ja schon knapp 30 Leute. Super, dass ihr es noch hierher geschafft habt und dass ihr den Feierabend wahrscheinlich mit uns verbringt. Ich bin Stefanie Zinner aus dem iRights Lab. Ich arbeite dort in der Kommunikation und bin für Social Media und Videos zuständig und darf euch deshalb heute auch ein bisschen was zur Öffentlichkeitsarbeit auf Social Media für Vereine berichten. Ich habe auch einen Hintergrund, habe selber mal im Verein gearbeitet, ein Verein, der sich für den Konsum von Leitungswasser einsetzt und habe dort ganz viele Videos und ganz viel Social Media gemacht und kenne also die Tücken und Herausforderungen. Und ja, freue mich. Ich würde jetzt einmal kurz die Präsentation starten. Genau, tu Gutes und rede drüber, aber wie richtig ist heute unser Thema? Und bevor wir damit starten, würde ich einmal gerne das iRights Lab vorstellen. Wir sind ein unabhängiger Think Tank aus Berlin, also eine Ideenmaschinerie, die ständig am Laufen ist, um ja, Themen, die mit Digitalisierung und Gesellschaft zu tun haben, ja, zu beackern. Wir ja, sind so Lösungsfinderinnen und gestalten ganz viele verschiedene Projekte zum Thema Digitalisierung. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner bei unseren Projekten. Alles andere ist ganz unterschiedlich. Es gibt ganz große Projekte. Wir sind zum Beispiel die ausgelagerte Innovationseinheit im Bundesfamilienministerium. Es gibt aber auch ganz kleine Projekte, wo wir zum Beispiel mit ja, Stiftungen Workshops durchführen. Das heißt, es ist wirklich ganz kunterbunt, auch von den Themen her. Wir haben viel mit natürlich Daten zu tun, viel mit KI in letzter Zeit auch, aber ja, da auch ganz unterschiedliche Ansätze gerne, wie sowas funktioniert. Wir gestalten aber auch so ein bisschen Lösungsansätze mit, wie die Technologien so eingesetzt werden, dass sie ja, zu einer guten Gesellschaft beitragen, das heißt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir haben deshalb auch ganz unterschiedliche Partnerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr viel aus dem öffentlichen Bereich, mit der Politik, Wissenschaft, aber auch hin und wieder mit dem einen oder anderen Unternehmen. Ganz viele Stiftungen sind mit dabei und ja, wir freuen uns immer, wenn das ganz, ganz divers ist, und sagen eigentlich selten Nein, außer das Projekt klingt nicht spannend und oder da steckt die falsche politische Linie dahinter. Aber solange die nicht braun ist, gucken wir uns jedes Projekt gerne mal an. Wir haben auch, und da sieht man hier so ein bisschen in dieser PowerPoint-Präsentation, eine Academy, wo wir Workshops zu verschiedenen Themen geben. Tatsächlich ist auch das Thema Social Media eins davon. Deshalb passt das ja super gut, dass wir heute auch das Thema hier präsentieren dürfen. Wo man genau unsere Academy ist auch dazu da, die Leute fit zu machen, das für Einsteigerinnen, aber auch für Fortgeschrittene und Expertinnen der Digitalisierung. Die machen wir fit zu Themen wie digitaler Ethik, digitale Öffentlichkeit oder eben Social Media. Genau, und wir dürfen hier im Rahmen von Digital Vereint auch eine ganze Reihe an Workshops schon mitgestalten und freuen uns sehr. Wir haben schon was zum Thema Finanzierungsmöglichkeiten für Vereine gemacht. Ist ja auch immer so ein Thema, was wahrscheinlich viele von euch total beschäftigt. Und digitale Tools, glaube ich, war auch schon mal ein Thema, also ganz bunt. Und heute dreht sich eben alles um das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt würde eigentlich so ein kleiner Input von Ludwig folgen. Ich weiß nicht, Ich bin da, ich ob bin er. da. Super, dann würde ich dir einen vorschlagen, mach doch einfach direkt weiter, oder? Ja, absolut. Vielen Dank, Steffi, dass du auch übernommen hast am Anfang. Hallo zusammen von meiner Seite. Technische Probleme sind auch nach 2 Jahren leider immer noch nicht ganz vorbei, deswegen etwas verzögert. Ich stelle mich ganz kurz noch vor, ich leite beim iRights Lab den Bereich Kommunikation und Veranstaltungen und ich weiß nicht, ob Steffi das schon gesagt hat, aber wir sind ja bei dem Projekt Digital Vereint dabei und begleiten das entsprechend. Das freut uns natürlich, hat bisher auch großen Spaß gemacht. Und heute gibt es nochmal einen Workshop, der ein bisschen interaktiver gestaltet sein soll. Deswegen ganz kurz zur Agenda. Was haben wir heute vor? Wir sprechen heute über Öffentlichkeitsarbeit zum einen, das ist ein bisschen allgemeiner, und dann aber auch ganz konkret zum Thema Social Media im Verein. Und da wird Steffi dann nochmal übernehmen und auch ein paar konkrete Beispiele benennen, zeigen, was man so alles machen kann. Ich bin jetzt erstmal dran mit einem allgemeineren Teil Öffentlichkeitsarbeit und ich habe es gerade gesagt, wir möchten es ein bisschen interaktiver machen und haben dafür ein Muralboard vorbereitet. Dazu gleich etwas mehr.
Da werden wir dann auf jeden Fall ein paar Fragen stellen und vielleicht anhand der Fragen schon so ein bisschen in das Thema reinkommen. Wir werden danach am Ende meines Teils, meines ersten Teils, nochmal eine allgemeinere Fragerunde machen. Das Gleiche gilt dann auch für den zweiten Teil zu Social Media. Und ganz am Ende können wir dann auch nochmal kurz, wenn es noch ungeklärte Fragen gibt, ganz allgemein über beide Themen sprechen. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an mit der Umfrage zum Einstieg. Da haben wir jetzt so ungefähr 5 Minuten Zeit, ein bisschen zu arbeiten. Dazu bitte ich Sie jetzt, den Mural-Link aufzurufen, der im Chat gleich erscheinen wird. Das ist also jetzt praktisch ein externer Link, wo Sie dann auf dieses Mural-Board kommen. Und Steffi wird nochmal kurz erklären, wie das funktioniert. Wir haben ein paar Fragen für euch mitgebracht. Ich würde die einmal auch direkt einblenden und würden mit zwei Fragen zur Öffentlichkeitsarbeit starten. Wir würden nämlich gerne im ersten Schritt mal von euch hören, welche Kanäle und Maßnahmen ihr denn eigentlich so in der Öffentlichkeitsarbeit nutzt und vielleicht auch so eine kleine kritische Selbsteinschätzung von euch hören. Was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut? Und dazu freuen wir uns, wenn ihr uns einen kleinen Einblick gebt. Ich gebe hier mal langsam frei. Ihr seht, da erscheint jetzt ein Bereich nach dem anderen. Und ihr könnt euch aus diesem Post-it-Teil, wo ihr diese ganzen vielen bunten Post-its seht, einfach mit einem Klick auf ein Post-it das nehmen und so Drag-and-Drop-mäßig, genau, ich sehe schon, die ersten Dinge schon los, das dahin ziehen, wo ihr wollt. Und dann seht ihr unten links diese beiden Fragen, da könnt ihr das zuordnen. Und dann könnt ihr mit einem Klick nochmal in das Feld, könnt ihr da auch was reinschreiben. Genau, und dran denken, es ist nicht nur soziale Medien, Öffentlichkeitsarbeit, da kommen wir ja nachher sowieso noch dazu, dass das alles aufgezeigt wird, aber denkt auch gerne so ein bisschen klassischer. Also Öffentlichkeitsarbeit kann auch was sehr, sehr Klassisches und papiergebundenes sein unter Umständen. Okay, dann würde ich sagen, ich fasse mal so langsam aber sicher zusammen und nenne ein paar Sachen. Lies auch ein paar davon nochmal vor. Also welche Kanäle und Maßnahmen nutzt ihr in der Öffentlichkeitsarbeit schon? Relativ oft kommt der Newsletter vor, der ja auch so in den letzten 2 Jahren durchaus auch eine Renaissance erlebt hat. Also das ist tatsächlich ein Mittel, das gut funktioniert oder gut funktionieren kann, muss man sagen. Dann haben wir relativ viel Printmedien noch, Zeitschriften, Praxisbücher, Printmedien allgemein. Postkarten habe ich, glaube ich, vorher irgendwo gesehen. Zeitschriften, genau. Dann Flyer ist auch noch ein Thema. Kommt ein bisschen der Postkarte gleich, aber auch das ist natürlich ein Medium mit höherer Auflage, auch ein Printmedium. Und aber auch schon ein paar Social Media Sachen. Also Twitter habe ich schon öfter gesehen jetzt, Instagram, Facebook. Ja, okay. Also das sind Vimeo, da ist jemand auf Videoplattform unterwegs. Gut, wunderbar. Dann kommen wir mal zu den Herausforderungen gleich. Also vieles von dem oder eigentlich fast alles sprechen wir auch gleich nochmal an. Aber vor allem auch bei den Herausforderungen sind ein paar sehr gute Sachen dabei, die ich mir auch schon überlegt habe. Also das eine hier zum Beispiel Podcasts, keine Ressourcen, die Ressourcenfrage, das ist ein Thema, das ein ganz großes ist. Dann weg vom Leuchtturmdenken hin zur Community. Also wie erreiche ich meine Community? Auch ein ganz wichtiges Thema. Zeitmanagement ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kommen wir auch gleich noch dazu. Interaktion mit Userinnen, genau, das ist auch noch wichtig. Gesamtkonzeption natürlich. Dann habe ich irgendwo gesehen, es wird sehr viel in Print investiert, obwohl es eigentlich gerade bei jüngeren Menschen gar nicht mehr so ankommt. Das ist auch tatsächlich die Frage, wo stecke ich mein Geld denn eigentlich hin? Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Input. Danke dafür. Da werden wir jetzt auf jeden Fall noch mit drauf eingehen und ich bitte euch jetzt wieder zu switchen. Wir brauchen das Muralboard nachher noch einmal bei Steffis Teil. Und jetzt sind wir wieder in unserer Session. Die Umfrage haben wir jetzt durch. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich erkläre mal ganz kurz, was ist überhaupt Öffentlichkeitsarbeit? Vielleicht wissen das die meisten von euch auch schon. Ich hoffe, das ist nicht zu redundant, aber einfach mal, um sich nochmal die Begrifflichkeit klarzumachen, dass Öffentlichkeitsarbeit ein sehr, sehr breiter Begriff ist. Hier Wikipedia sagt einfach weit gefasster Begriff für das Management der öffentlichen Kommunikation. Das ist wirklich in der Tat, also kann alles dabei sein gegenüber externen und internen Teilöffentlichkeiten, auch interne Teilöffentlichkeiten.
sollte man auf jeden Fall mitdenken. Es ist nicht immer nur die breite Öffentlichkeit. Öffentlichkeitsarbeit gilt als deutsche Übersetzung von Public Relations. Public Relations ist noch ein bisschen mehr, da möchte ich heute gar nicht so sehr darauf eingehen, aber letztendlich ist es schon so mehr oder weniger das Gleiche. Öffentlichkeitsarbeit ist auf jeden Fall der Begriff, der gerade für die Vereinsarbeit, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll ist. PR ist auch noch so ein bisschen mit Auswertung und so weiter, aber das, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht zu sehr vertiefen. Und dann gibt es hier noch eine andere Definition im Gabler Wirtschaftslexikon, die sehr hilfreich ist, das Ziel von Öffentlichkeitsarbeit nämlich betreffend. Und es wird zentral mit dem Aufbau von Bekanntheit als eine Basis von Vertrauen angegeben. Also Vertrauen, wenn es um, ich sage jetzt mal, Markenbildung geht oder eben in die Institution geht, ist ganz, ganz wichtig. Und um Reputation zu erlangen. Also das ist natürlich auch wichtig, welches Bild haben die Menschen von meiner Organisation. Vertrauen und Bekanntheit gelten als erfolgskritische Größen, da sie als sogenannte weiche Faktoren die Erreichung von Erfolgszielen zum Beispiel bei Vertragsabschlüssen beeinflussen. Das letzte passt jetzt nicht mehr ganz so gut, aber es geht eben um sowas wie Vertrauen und Bekanntheit. Das, glaube ich, kann man sich merken. Katja schreibt, ich höre nichts mehr. Ich hoffe, das liegt nicht an mir. Der Rest kann mich hören, hoffe ich, oder? Nee, gut. Nicht, dass wir das wieder haben, das gleiche Problem. So, jetzt wissen wir ungefähr, was ist Öffentlichkeitsarbeit? Das ist schon mal gut, denn das weist das schon mal darauf hin, ich muss mir Gedanken machen darüber, was möchte ich eigentlich erreichen. Und im Folgenden haben wir ein paar Fragen aufgeschrieben, die entscheidend sind. Und es gibt eine entscheidende Frage, nämlich, was eben möchte ich erreichen? Und damit verbunden sind Ziele, die man sich einfach überlegen und definieren muss. Und das ist tatsächlich nicht so ganz trivial, weil es ist gar nicht so einfach, oftmals sich die Ziele eigentlich auch wirklich klar zu machen. Und das ist Teil einer Kommunikations-, einer Öffentlichkeitsarbeitsstrategie, dass man auch tatsächlich sich mal hinsetzt, zusammensetzt, mit dem Team zusammensetzt und sagt, was möchten wir eigentlich? Was verfolgen wir eigentlich mit unserer Außenkommunikation? Weil wenn das mal geklärt ist, dann hat das ganze Thema auch eine gewisse Prominenz und das wiederum befördert dann auch die Bereitschaft, beispielsweise in Ressourcen finanzieller und personeller Art zu investieren. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, damit man gut arbeiten kann. Also mögliche Ziele könnten sein, ich möchte meine Organisation bekannter machen, haben wir gerade schon angesprochen. Also ich möchte sozusagen in der Breite die Menschen auf meine Organisation, auf meinen Verein aufmerksam machen. Oder aber ich möchte ein bestimmtes Projekt bekannt machen. Ich möchte eine Veranstaltung bewerben, ich möchte eine Aktion bekannt machen. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel für Digital Vereint Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben jetzt hier heute eine Veranstaltung, die haben wir auch ganz konkret auf verschiedensten Wegen beworben. Und das muss immer von vornherein klar sein. Also Fokus auf das, was möchte ich eigentlich kommunizieren. Ein weiteres Ziel kann sein, ich möchte Mitglieder werben. Da ist dann einfach der Ansatz ein anderer, was die Kommunikation angeht, was die Sprache, auch die Ansprache angeht. Ich möchte Spendenakquise betreiben. Da kann es Parallelen geben in der Tonalität. Ich möchte einen Beitrag zum Diskurs abgeben. Das hat dann viel mit Meinungsäußerung beispielsweise zu tun oder mit einer bestimmten Haltung, die man an die Öffentlichkeit geben möchte, die dann möglicherweise aber auch noch mit mehr Dialog dann verbunden ist, was ja auch ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit sein kann. Oder ich möchte irgendwas ganz anderes. Wichtig ist nur, es muss klar sein und es muss klar formuliert sein. Dann gibt es die nächste Frage, die andere entscheidende Frage. Wen möchte ich erreichen? Und das ist das, was wir gerade eben schon auf dem Muralboard hatten, dass es ganz viele Investitionen in Printmedien beispielsweise gibt, aber da erreicht man eigentlich die Leute gar nicht, die man erreichen will. Oder, was wir auch oft haben, kommen wir aber gleich nachher noch dazu, wenn ich einen bestimmten Social-Media-Kanal auswähle, Instagram, TikTok und merke, ich habe aber eigentlich überhaupt keine Reichweite oder ich habe keine Reaktion, weil ich die Leute, die ich eigentlich erreichen will und die sich für mein Thema interessieren können, die befinden sich gar nicht auf einer bestimmten Plattform. Also wen möchte ich eigentlich erreichen? Und auch da gibt es wieder unterschiedliche Zielgruppen, zum Beispiel Menschen, die mich unterstützen sollen. Also ein Call to Action, ein Aufruf, unterstützt unsere Arbeit, werdet Mitglied bei uns, kommt zu Veranstaltungen, abonniert unseren Newsletter und so weiter und so weiter. Also das heißt Unterstützung, nicht nur finanzieller Art, sondern eben auch ideeller Art. Spread the word, erzählt von unserer Arbeit, erzählt euren Freundinnen und Freunden und so weiter. Oder aber auch Menschen, die mich schon unterstützen. Das ist dann so ein bisschen so eine Mobilisierungsfrage auch oftmals. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Mitgliedschaft habe oder eine Unterstützerschaft habe, wie kriege ich die dazu, dass auch die von ihrer Organisation, die sie unterstützen,
weiter erzählen und Werbung machen und sozusagen andere wiedergewinnen, uns zu unterstützen. Oder Menschen, die anderen sagen, dass sie uns unterstützen sollen. Das überschneidet sich jetzt ein bisschen mit dem, was ich gerade gesagt habe. Also das heißt, das ist so dieses klassische Beispiel. Wenn mir irgendeine Werbeanzeige was sagt, dann weiß ich, ist es eine Werbeanzeige und glaubt es nicht unbedingt. Aber wenn mir eine Freundin oder ein Freund oder ein Bekannter was erzählt, dann ist die Glaubwürdigkeit automatisch höher, weil ich da schon so ein gewisses Vertrauen habe. Und da sind wir wieder bei der Vertrauensfrage, die ganz, ganz entscheidend ist. Oder eben Menschen, die über uns einfach erzählen. Ist auch wieder so ein bisschen ähnlich, mit weniger Call to Action. Also wenn es Leute gibt, die einfach nur über unsere Arbeit erzählen, dann hat es nicht immer gleich eine Aufforderung dazu, dass man sozusagen sich anschließen soll, sondern man erzählt, man hört einfach nur was Gutes über eine Organisation und denkt sich, das könnte ich mir vielleicht auch mal anschauen. Oder eben Menschen, die ich noch definieren möchte. Also ich habe möglicherweise noch eine ganz andere Zielgruppe. Dann auf der nächsten Folie noch eine entscheidende Frage. Wie möchte ich meine Zielgruppe erreichen? Da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Vieles davon haben wir gerade schon gesehen auf dem Muralboard. Und was da ganz wichtig ist, ist, man muss sich auch hier erstmal ganz klar entscheiden, was kann ich überhaupt, was macht Sinn, wofür habe ich genug Ressourcen, wo habe ich das Know-how dazu, dass es funktionieren kann und eben nicht alles machen, was hier aufgelistet steht. Also nicht einen Haken dahinter setzen müssen überall, sondern wirklich gucken, was macht überhaupt Sinn für mich. Ich habe jetzt hier klassische Pressearbeit aufgeschrieben. Das ist natürlich nicht einfach nur ein Punkt. Das ist eine relativ komplizierte Geschichte oder kann kompliziert sein, denn da geht es nicht nur darum, eine Pressemeldung an den sondern Pressearbeit bedeutet natürlich auch, dazu kommen wir später auch nochmal, dass ich zum Beispiel einen Pool von Journalistinnen und Journalisten habe, mit denen ich mal sprechen kann, wo ich weiß, die haben eine gewisse Affinität zu unseren Themen oder zu uns als Organisation. Die kann ich mal ansprechen. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie mal was über uns schreiben und dann nicht immer gleich an die FAZ denken, sondern tatsächlich eben auch mal an das Kiezblatt. Meistens ist Letzteres das, was die höhere Reichweite hat, weil die Leute das einfach irgendwo mitnehmen und lesen. Also das darf man nicht unterschätzen. Und sowas eben auch klar zu definieren und zu untersuchen und sich zu überlegen, was gibt es da überhaupt, auch mal so ein Screening zu machen, welche Presse kommt überhaupt für uns in Frage. Das ist auf jeden Fall sinnvoll und auch das ist wieder sowas, da muss man sich einfach mal hinsetzen und ein bisschen überlegen, wo man eigentlich hin will. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch sehr klassisch, aber budgetabhängig, Anzeigen zu schalten, Werbung zu schalten, auf vielerlei Ebenen, also beispielsweise, was momentan ja sehr beliebt ist, was aber nicht immer sinnvoll ist natürlich, ist zum Beispiel auch Audio-Werbung zu machen, also in Podcasts eine Werbeanzeige aufsprechen zu lassen, da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle. Ist natürlich nicht für alle relevant und für alle sinnvoll, aber das sind einfach Dinge, die man sich mal anschauen sollte und sich überlegen sollte, macht es Sinn, kann ich mir das auch leisten? Oder macht es nicht Sinn, vielleicht doch eine Postkartenaktion zu machen oder eine Anzeige irgendwo in einem kleinen Blatt zu schalten, weil ich da einfach mehr Leute erreiche. Es muss nicht immer die Lage der Nation als Podcast sein. Dann gibt es natürlich auch die klassische Veranstaltung. Das ist immer deswegen ganz gut und ich spreche jetzt natürlich auch von Präsenzveranstaltungen, weil immer mit einer Veranstaltung ein Netzwerkgedanke dabei ist. Das heißt, wenn ich Menschen zu mir hole, das ist ja im Prinzip das, was ich bei einer Veranstaltung machen möchte als Gastgeber, dann kommen die Menschen zu mir, treffen andere Menschen. Die Leute haben automatisch schon das gleiche Thema, sind also affin für das, was wir da eigentlich besprechen wollen die ganze Zeit. Und insofern ist so eine Veranstaltung immer sehr, sehr gut für so kleinere Netzwerke zu spinnen. Es ist von der Reichweite meistens nicht so wahnsinnig groß, gerade bei einer Präsenzveranstaltung und dafür auch relativ aufwendig zu organisieren. Aber es sind meistens qualitativ hochwertige Bindungen, die man damit aufbauen kann. Und natürlich mit Online-Veranstaltungen ist es nochmal ein bisschen anders. Ihr seht es ja auch hier, wir haben jetzt 30 Leute, die einfach mal am Abend sich hier zuschalten können. Das ist natürlich einfacher. Das ist auch von der Organisation einfacher. Und insofern wird sich da sicherlich zeigen, das wird auch noch eine spannende Entwicklung sein, wie wir in Zukunft solche Veranstaltungen machen werden. Denn, und das muss man, glaube ich, auch immer bedenken, das aufwendigste und wahrscheinlich auch das teuerste von Veranstaltungen ist tatsächlich eine Hybridveranstaltung, weil das bedeutet immer, dass man sowohl eine Präsenzveranstaltung machen muss, als auch eine Online-Veranstaltung. Und die technische Seite ist da nicht zu unterschätzen. Also wir machen zum Beispiel Hybridveranstaltungen eigentlich fast immer mit externen Dienstleistern, damit es auch wirklich stabil ist. Und das ist meistens mit durchaus hohen Kosten und Aufwand verbunden. Dann gibt es natürlich die klassische Webseite. Darüber kann man eigentlich auch ein ganz eigenes Seminar oder Seminarreihe machen. Weil bei einer Webseite muss man sich auch immer überlegen, wen spreche ich mit einer Webseite an?
wen möchte ich ansprechen, was will diese Webseite überhaupt, da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Und wenn man ganz klein anfangen will, dann macht es beispielsweise Sinn, so eine Art Landingpage zu machen, also dass man sagt, die Webseite ist im Prinzip unsere Visitenkarte, die muss aktuell sein, die muss gut aussehen, die muss verständlich sein, vor allem für die Menschen, die ich erreichen möchte. Und es gibt ein paar Organisationen, das haben wir schon so oft gehabt, die gesagt haben, eine Webseite muss hauptsächlich irgendwie gut aussehen, viele Effekte haben, knallen, bunt sein und so weiter. Und dann ist aber irgendwann die Message verloren. Und die Leute schauen sich das einmal an, finden das toll und kommen nie wieder. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Eine Konzeption von einer Webseite ist extrem wichtig, denn man muss sich ja auch immer denken, die Menschen kommen ja nicht wie bei Spiegel Online jeden Tag auf meine Webseite, um zu sehen, was gibt es da Neues, sondern der Grund, warum man auf eine Webseite geht, ist ein ganz anderer und der muss einem klar sein. Dann gibt es natürlich Audio, momentan ganz groß, on Vogue, Podcasts, wie auch immer, Audioformate, gibt es ganz viele Dokumentationen, Features, Interviews und so weiter. Finde ich persönlich einen sehr guten Weg, weil es ein sehr intimer Weg ist, sozusagen die Zielgruppe anzusprechen. Also man ist ja sozusagen direkt im Ohr, deswegen ist das Podcast-Medium wahrscheinlich auch so beliebt, deswegen sind auch Podcast-Hosts teilweise so beliebt, weil man eben das Gefühl hat, da ist man wirklich ganz unmittelbar dran, man hört es nur für sich oder die Organisation macht einen Podcast nur für diesen einen Hörer oder die eine Hörerin, ist aber mit großem Aufwand verbunden. Also das muss gut gemacht sein. Ich weiß noch, so vor 5 bis 10 Jahren gab es so diese klassischen Lava-Podcasts, wo man sich mal zusammengesetzt hat und dann war die Tonqualität schlecht. Das war eher so ein Special Interest-Ding. Heutzutage gibt es ja fast schon filmisch gut produzierte Podcasts und das Hörverhalten verändert sich dann natürlich auch. Das heißt jetzt nicht, dass man da Hunderttausende von Euro in eine gute Regie und eine Umsetzung investieren muss, aber zumindest sollten so diese Basics einfach stehen. Es muss eine Konzeption dahinter sein und es muss sich tatsächlich gut anhören. Also da darf man dann schon mal in ein gutes Mikrofon zum Beispiel, in eine gute Software investieren. Das sollte man sich überlegen und das dann eben auch regelmäßig machen. Ja, und dann gibt es natürlich noch Social Media. Dazu kommen wir noch. Da gibt es auch viele Herausforderungen und Social Media ist, wie ihr aber alle wisst, wahrscheinlich einer der wichtigsten Kommunikationswege heute, gerade eben auch im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit. Dann haben wir noch ein paar Kriterien und Tipps zusammengestellt. Vieles davon habe ich schon angesprochen, aber das ist, glaube ich, nochmal so eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was wichtig ist, jetzt unabhängig von konkreten Maßnahmen. So Dinge, die man sich einfach grundsätzlich überlegen muss und die man einfach gut im Blick haben muss. Das ist natürlich das Budget. Und wir haben es vorher schon gesehen auf dem Board, es ist immer ein bisschen schwierig, in der eigenen Organisation klarzumachen, dass Außenkommunikation, Öffentlichkeitsarbeit ein ganz, ganz wichtiger Posten bei der Arbeit ist und sein sollte. Denn das Problem ist, man kann es oftmals nicht so gut messen. Also die Wirkungsanalyse von der Außenkommunikation, klar, es gibt Reichweitenmessungen, es gibt Klickzahlen und so weiter, aber die sind nicht immer wahnsinnig aussagekräftig. Oftmals ist es zum Beispiel bei Facebook so, je mehr Geld ich auf eine Anzeige reinbutter, desto mehr Klicks kriege ich halt. Das kann man relativ gut hochrechnen. Ob das wirklich was aussagt, was die Qualität der Kontakte angeht, ist halt eine andere Nummer. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, gerade im ehrenamtlichen Bereich, dass es nicht nur um Reichweite geht, sondern tatsächlich eben auch um die Qualität der Kontakte und die Qualität der Leute, die uns sozusagen folgen oder die euch dann folgen. Das heißt, das, glaube ich, ist immer ganz wichtig zu adressieren. Budget ist einfach wahnsinnig wichtig. Der Posten der Außenkommunikation sollte ein großer sein, weil es dann einfach wichtig ist, über die Arbeit zu erzählen, wie wir die Präsentation ja auch genannt haben, tu Gutes und erzähl darüber. Dann ebenso wichtig und ist eigentlich so ein bisschen die gleiche Kerbe, in die man da ritzen muss, das Personal. Es muss klar sein, dass beispielsweise Pressearbeit einfach eine feste Person braucht. Da gibt es eine ganz klare Zuständigkeit, weil es eben nicht nur einfach eben mal schnell eine Pressemitteilung ist, die die Praktikantin oder der Praktikant schreiben kann, sondern Pressearbeit ist eben was viel Umfänglicheres. Das heißt, es muss mindestens eine Person geben, die da die Verantwortung trägt. Das ist absolut wichtig. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn man dann noch zusätzlich Social Media machen will, müsste es da noch eine weitere Person geben. Also das heißt, klassische Öffentlichkeitsarbeit zusammengenommen mit, ich sage jetzt mal, Social Media, Öffentlichkeitsarbeit ist dann so das Gesamtkompendium und das muss Personal einfach gut aufgestellt sein. Das, glaube ich, das sollte auf jeden Fall gewährleistet sein.
Ja, Kriterien und Tipps, habe ich schon gesagt, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen? Möchte ich möglicherweise auch mehrere Zielgruppen ansprechen? Wir haben beispielsweise auch viele Projekte, wo wir sagen, wir möchten einfach alle Menschen ansprechen, Bürgerinnen und Bürger Berlins gibt es zum Beispiel Projekte. Da muss man sich dann natürlich überlegen, wie dröselt man diese Zielgruppe wieder auf? Man kann nicht alle über Facebook erreichen oder nicht alle über Pressemitteilungen erreichen. Da muss man sich ganz klar machen, wen spreche ich an und auf welchen Kanälen. Wir haben es schon vorher gesehen, es gibt Print, ist ja immer noch da, wird auch gelesen, aber von wem ist die Frage? Es gibt Audio, wer hört eigentlich Podcasts? Das muss man sich auch nochmal die Frage stellen. Wer ist über Social Media erreichbar? Wer guckt sich unsere Website an und so weiter? Damit verbunden, wenn man das mal festgelegt hat, sind diese Verantwortlichkeiten, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass klar ist, Person A ist für Pressearbeit zuständig, Person B ist für Audio zuständig, Person C macht die Website. Man kann das natürlich auch in Personalunion machen, aber dass man einfach genau weiß, es gibt für alle Bereiche meiner Außenkommunikation, auch der internen Kommunikation, klare Zuständigkeiten, wo dann eben auch Entscheidungen getroffen werden können. Das ist auch sehr wichtig und damit man dann sozusagen auch die Strategie umsetzen kann, damit das alles klargestellt ist. Was man auch mitdenken sollte, das ist das, was ich mit Krisenkommunikation meine. Das heißt, was mache ich denn, wenn mal irgendwas schiefläuft? Also klassischer Fall, weiß ich nicht, die Website stürzt ab oder es gibt irgendwelche bösen Zuschriften. E-Mails, haben wir vorher gesagt, gibt es ja auch noch. Also nicht nur Newsletter, sondern auch tatsächlich Mailing. Was mache ich, wenn da irgendwas schiefläuft? Gibt es eine Sprachregelung, gerade wenn ich vielleicht im politischeren Bereich tätig bin, wenn ich eben tatsächlich Diskurse mitgestalten möchte? Was passiert also sozusagen, wenn es mal nicht so läuft, wie man das plant? Was bei Kommunikation ganz normal ist, weil Kommunikation immer was ist, was zwischen Menschen stattfindet. Das, glaube ich, muss man sich überlegen und dann, ja, wichtig natürlich nicht in Panik verfallen, sondern das ist das, was ich vorher mit Verantwortlichkeiten auch meinte, klar zu wissen, wer entscheidet jetzt eigentlich, wie können Entscheidungen herbeigeführt werden und welche Wege gibt es denn eigentlich? Welcher Kanal ist jetzt beispielsweise auch das Richtige, um Dinge gerade zu rücken oder Krisen zu lösen? Und da muss man sich verschiedene Szenarien eben auch durchdenken, hängt ein bisschen eben mit diesen ja, Rückmeldungen mit den Reaktionen und so weiter zusammen, die ich gerade genannt habe. Also was mache ich, wenn X passiert? Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich sowas, man kann sich nicht alles vorher ausdenken, ist klar, aber dass man einfach weiß, ungefähr in die Strategie mit einbezieht, was möchte ich kommunizieren und was könnte möglicherweise dann als Feedback kommen und was mache ich dann? Und dann als letztes für meinen Teil würde ich noch kurz zur Sprache und Tonalität kommen. Für einen Algorithmus braucht man Backpulver. Das ist tatsächlich ein Satz, den wir in einem Projekt mal verwendet haben. Tatsächlich auch das Projekt, das ich gerade genannt habe, wo wir die Bürgerinnen und Bürger Berlins zum Thema KI informiert haben. Was bedeutet das? Das bedeutet im Klartext, dass ich das, was ich kommunizieren möchte, in der richtigen Sprache mache. Hat ein bisschen was damit zu tun, was wir vorher schon gesagt haben, bei den Zielgruppen. Also wenn ich eine bestimmte Zielgruppe mit einem bestimmten Thema adressieren möchte, in welcher Sprache mache ich das, auf welchem Kanal mache ich das? Und wichtig ist, es muss einfach ganz klar verständlich sein. Also keiner liest sich einen Pressetext durch, der irgendwie viel zu lang ist, verschwurbelt ist, sich vielleicht schön anhört, aber keiner weiß am Ende eigentlich, was dann noch drin steht. Wichtig bei einer Pressemitteilung ist immer, dass der oder die Journalistin am Abend noch ungefähr weiß, da war doch was zu dem Thema. Das gucke ich mir vielleicht nochmal an. Also das, glaube ich, ist wichtig und da kann man auch so ein bisschen mit der Sprache natürlich spielen, das wisst ihr wahrscheinlich, aber wichtig ist einfach, dass ich mir überlege, die Sprache, die ich jetzt mir gerade aussuche, passt die auf, zum einen auf den Kanal, auf das Medium, das ich mir gerade ausgesucht habe und ist das eigentlich die richtige Ansprache für die Zielgruppe, die ich erreichen möchte, die wir oben aufgedröselt hatten. Ich würde euch alle einfach nochmal gerne in das Mural gleich mit drüber nehmen. Ich würde nämlich gerne, Ludwig hat jetzt so einen ganz schnellen Ritt durch das große, riesengroße Thema Öffentlichkeitsarbeit gegeben und da ihr ja alle von Vereinen seid und ja, wie Ludwig schon meinte, für so eine richtig professionelle Pressearbeit braucht man sehr viel Ressourcen, braucht man vielleicht auch eine verantwortliche Person und im Zweifel ja, muss man auch mit einigen Kosten rechnen oder mit Werbung. Greifen doch sehr viele Vereine und Initiativen auf Social Media zurück, was ja auch total Sinn macht, weil das im Zweifel sehr kostengünstig ist. Deshalb haben wir uns auch überlegt, dass wir den zweiten Teil eben
auf ja, einen Teilbereich der Öffentlichkeitsarbeit fokussieren, nämlich den Social-Media-Kanälen und Social-Media-Strategien. Und deshalb hätten wir da noch mal ein paar Fragen an euch. Welche Social-Media-Kanäle nutzt ihr? Welche Ziele verfolgt ihr darauf? Was sind denn so die Probleme, denen ihr da begegnet? Und was hält euch davon ab, Social Media für die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen? Unten habe ich euch jetzt die Antwortfelder freigegeben. Und ja, ihr habt einfach noch mal 5 Minuten Zeit. Ihr müsst nicht alle Fragen beantworten. Ihr könnt auch einfach euch eine aussuchen oder zwei und einfach euren Input geben, nur damit wir so ein bisschen ja, gucken. Ja, so ziemlich alle Kanäle wurden genannt. Die Klassiker, denke ich mal. Was ich jetzt hier nicht gesehen habe, was ich ganz überrascht finde, ist sowas wie LinkedIn. Das ist ja durchaus auch noch ein Social-Media-Kanal. Der ist jetzt gar nicht gefallen. Sehr spannend. Ja, die Ziele decken sich so ziemlich mit dem, was Ludwig gesagt hat. Also Information, Image, Leute mobilisieren. Spannend ist auch Transparenz. Also vielleicht auch so einen Einblick geben in die eigene Organisation. Eine Community aufbauen, Einladung zu Veranstaltungen, klar, das zählt ja auch so ein bisschen zu Infostreuen. Sehr schön. Probleme sind, ich habe es gerade schon so ein bisschen verfolgt, dass man ja negative Kommentare am Wochenende, das habe ich noch nicht gesehen, das ist natürlich auch ein Thema. Krisenkommunikation ist da natürlich das Stichwort. Der, ja, wenn da zu viele kommen, ist das doof. Ansonsten kann man da ja auch ganz entspannt mit umgehen, je nachdem, wie schlimm die Kommentare sind. Reichweite, Interaktion, Zeitaufwand ja, sind so Themen, auf die werden wir gleich zu sprechen können. Und das ist auch nochmal, warum manche Leute gar nicht damit anfangen, Zeit, Women Power und ja, Angst, dass man nicht sehr sonderlich professionell rüberkommt. Vielen, vielen Dank euch für die Einblicke. Ich starte hier auch gleich mal. Ich habe ja schon gesagt, wir wollen uns eben auf Social Media so ein bisschen konzentrieren, weil wir eben denken, gerade für Vereine macht das total Sinn, Social Media zu nutzen. Es ist vergleichsweise günstig, da kommen wir aber gleich noch drauf. Ihr habt das ja auch angesprochen. Manchmal ist es gar nicht so günstig, wie man denkt. Es ist relativ einfach zu bedienen und auch einfach irgendwie zu erstellen. Das geht ja wirklich auf wenige Klicks und schon hat man einen ganzen Kanal. Und es ist auch wirklich sehr zielführend, wenn man es denn richtig nutzt. Und trotzdem, wir haben es ja gerade gelesen, gibt es einige Gründe, die viele Vereine so ein bisschen daran hindern, dass man Social Media entweder überhaupt nutzt oder dass man es ja gefühlt erfolgreich benutzt. Und wir haben uns heute mal so 3 Gründe rausgepickt, die sich da jetzt, glaube ich, auch sehr gut wiederfinden, warum ja das nicht so wirklich klappt mit Social Media. Und wir würden euch gerne heute so im zweiten Teil so ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben, wie das vielleicht besser laufen kann. Und Grund Nummer 1, der ist ja ganz oft gefallen bei euch auch, ist, uns fehlt die Zeit für Social Media. Ja, so ein Kanal ist schnell angelegt, aber wenn man das dann gemacht hat, stellt sich raus, oh je, man muss da ja täglich im Zweifel was posten. Und dann merkt man, ich habe da gar keine Zeit für, gerade wenn die Initiative ein bisschen kleiner ist oder der Verein, dann ja, verweist so ein Kanal schnell und dann erfüllt ja auch gar keinen Zweck mehr. Wir haben natürlich ein paar Tipps mitgebracht, wie man damit umgehen kann. Und der erste ist, und da glaube ich sehr fest daran, und ich hoffe, da schreibt ihr alle fleißig mit, denn wenig Zeit kann mit guter Planung wettgemacht werden. Was heißt das? Also mal angenommen, ihr habt jetzt in der Woche, müsst in der Woche, sagt, 3-mal posten wäre super, und dann müsst ihr 3-mal in der Woche ran und ganz von vorne anfangen und sagen, ich muss mir jetzt überlegen, zum Beispiel meinen Instagram-Kanal, da brauche ich mal wieder einen Post oder eine Story. Ach, was poste ich denn? Und was habe ich denn überhaupt für eine Idee? Und was habe ich da für eine Caption? Und was für ein Bild soll ich überhaupt posten? Dieser ganze Gedankengang, jeden Tag spontan irgendwie zu haben, ist super, super schwierig und braucht unfassbar viel Zeit. Viel, viel besser ist es, wenn man sich diese Zeit einmal am Stück nimmt und so ein bisschen vorarbeitet. Wenn man sich überlegt, was könnten wir in der nächsten Woche alles posten? Welche Bilder und Videos brauchen wir dafür? Welche anderen Materialien brauchen wir dafür? Wie könnte die Caption dafür aussehen? Wie könnte der Tweet aussehen vielleicht? Ich weiß, das sind spontane Medien, aber so ein bisschen planen kann man schon. Man weiß ja auch ungefähr, was ansteht und was so in nächster Zeit passieren wird. Man kann auf jeden Fall sehr, sehr gut vorarbeiten. Man kann, angenommen man weiß, in 2 Wochen habe ich eine Veranstaltung mit 3 verschiedenen Leuten. Ich kann sofort raussuchen,
also wie sind die Twitter-Handles zum Beispiel oder wie sind die Namen der Personen auf Instagram, damit ich die taggen kann. Ich kann passende Hashtags suchen, so rum, damit ich die nicht dann, wenn ich quasi posten will, damit brauche ich das nur noch kopieren und zack, das unterbricht mich nicht in meinem Tagesablauf, das geht dann ganz schnell. Und idealerweise, wenn ich am Stück sowieso schon sitze und plane, mache ich das nicht nur einmal, sondern bin schon im Flow und kann das gleich für ein paar Posts vorbereiten. Und dann brauche ich einmal die Woche mir so ein bisschen Zeit zusammenkratzen und kann das wirklich sehr effektiv nutzen. Ein zweiter Tipp, den ich nur mitgeben kann, ist, dass man sich feste Formate und Kategorien sucht, die man immer wieder befüllt. Ich habe hier mal so ein Beispiel von mit Vergnügen, das kennt ihr bestimmt alle, die jeden Tag einmal so Good News des Tages raussuchen. Und ich war noch nie in deren Social Media Abteilung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht jeden Tag sich die Good News raussuchen, sondern dass sie das, dieses Format haben und wissen, oh, wir brauchen jeden Tag eine Good News. Das planen die sicher eine Woche im Voraus, da bin ich mir ganz sicher. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, solche Kategorien sich zu überlegen, auch was vielleicht inhaltlich auch ein bisschen besser zum Verein passt. Man kann einen Tipp zum Wochenende sich überlegen, heute erklären wir einen bestimmten Aspekt vom Verein und das befüllt man dann immer wieder mit neuen Inhalten. Das kann man super gut vorbereiten und planen und das geht wirklich ganz schnell. Und dafür ist auf jeden Fall essentiell, dass man einen guten Redaktionsplan nutzt. Das machen bestimmt die einen oder anderen von euch auch schon. Das heißt, man guckt wirklich, an welchem Tag wollen wir was posten und schreibt sich alles vor, sucht sich die passenden Bilder raus. Und das hilft einem auch, wenn man zum Beispiel den Kanal nicht alleine verantwortet. Ludwig hat ja auch erwähnt, es ist wichtig, dass man klar macht, wer macht das. Aber wenn sich das 2, 3 Leute teilen, dann tut man sich mit so einem Plan natürlich leicht zu sagen, du, ich habe das schon mal alles vorgeplant, du brauchst es am Schluss auch einfach nur noch Copy-Paste einfügen und fertig ist es. Hier sieht man, am Ende sind auch noch schon die Verlinkungen und die Hashtags alles recherchiert und dann kann man unter der Woche wirklich mit wenig Zeit regelmäßig posten. Ein zweiter Tipp ist, knüpft so ein bisschen daran an, sind Templates, also Vorlagen, die man immer wieder befüllen kann, die gut aussehen, die auch zum Design, wir haben gerade ja gehört, hier wird das Design überarbeitet. Lasst euch doch gleich für Social Media ein paar Vorlagen mitdesignen, die ihr einfach immer wieder befüllen könnt mit Zitaten, mit Inhalten, die irgendwie gerade wichtig sind, im Zweifel auch für einen Ostergruß oder einen Weihnachtsgruß. Das geht super schnell, man muss nichts neu designen oder so, man kann einfach befüllen und ausspielen und schon hat man ganz schnell professionelle Sharepics-Grafiken für sämtliche Social Media Kanäle. Und wer jetzt keine Grafikerin oder Grafiker ist oder auch keinen im Team hat. Es gibt tolle Baukastensysteme, die zum Teil auch kostenlos verfügbar sind. Canva ist zum Beispiel eins davon. Es gibt noch ein paar andere, die helfen, wenn man eben nicht so gut mit Grafiken ist. Die sind auch sehr einfach, die kann man sich sehr leicht aneignen und man kann im Nu wirklich schöne Grafiken zaubern. Dann absoluter Tipp, weniger ist mehr. Man startet vielleicht auch oft mal mit hohen Ansprüchen oder sieht das bei anderen Organisationen und Vereinen, mein Gott, die posten jeden Tag und wir wollen das auch gar nicht so hochgreifen, lieber 3-mal die Woche richtig gut posten oder sogar seltener als jeden Tag irgendwie überlegen, ach, ich muss ja noch irgendwas posten und dann irgendwas raushauen. Das merkt man, das wird auch nicht erfolgreich sein. Lieber von vornherein sagen, wir halten uns ein bisschen zurück und machen es dafür gut. Man muss nicht jeden Tag sofort was posten. Das kann man mal in der Ausnahme machen, wenn was Besonderes passiert. Aber genau, einen Gang zurückschalten ist wirklich ein guter Tipp. Und da kommen wir zum Thema, lieber auch einen Kanal weniger. Wir haben ja gesehen, da war eine Organisation dabei, die haben gleich 4 Kanäle. Natürlich, das ist verlockend, weil es so schnell geht und weil ja auch jeder Kanal ein bisschen Spaß macht und unterschiedliche Dynamiken hat. Aber es bringt gar nichts, sich viele Kanäle aufzuhalsen und dann liegt die Hälfte davon brach und werden nicht richtig genutzt und haben so ja auch gar keinen Effekt in der Außenwahrnehmung und damit in der Öffentlichkeitsarbeit. Lieber sich auf einen Kanal oder 2 Kanäle, je nachdem, wie viel Woman Power man hat, konzentrieren und intensiv bespielen als mehrere Kanäle. Und da schließe ich natürlich die Frage an, welchen Kanal wähle ich denn aus? Also entweder hat man schon ganz viele und sagt, okay, wir müssen einen Schritt zurücktreten, welcher soll es denn sein? Oder man sagt, wir wollen jetzt einen Kanal uns mal aufsetzen. Welchen von den vielen kann ich denn nehmen? Wir empfehlen, dass man so ein bisschen abwägt. Und das muss natürlich jeder individuell gucken. Das können wir ja so pauschal jetzt gar nicht irgendwie festlegen.
aber wir können euch sagen, welche drei Sachen man sich anschauen sollte. Also auf der einen Seite ist das so der Zeitaufwand bzw. die Ressourcen, die das benötigt und auch so ein bisschen die Skills, die man dafür braucht, um das richtig gut zu machen. Dann die Zielgruppe, die sich auf dem Kanal befindet und so ein bisschen die Vereinsziele anschauen, was möchte man denn? Und dann kann man natürlich gucken. Also ich habe jetzt hier einfach mal beispielhaft und ganz rudimentär gezeigt. Also wenn man jetzt Twitter sich aussucht, ich sage mal so 280 Zeichen, vielleicht noch ein nettes Bild. Das, glaube ich, kriegt man jetzt relativ schnell hin. Natürlich soll das auch irgendwie gut formuliert sein, aber es ist definitiv weniger Aufwand, als ein 15-minütiges YouTube-Video zu skripten, aufzunehmen, zu schneiden, auszuspielen und noch mit einer schönen Shownote zu versehen. Also das ist schon mal ein ganz anderer Aufwand-Level. Ja, da muss man einfach gucken, wie viel Man-Women-Power hat man, wie viel Skills braucht man auch. So ein Video zu schneiden ist im Zweifel schwieriger, als einen LinkedIn-Post zu schreiben. Ja, das ist, glaube ich, schon mal ein guter Hinweis. Dann kann man natürlich aber auch gucken, wo befindet sich denn meine Zielgruppe? Wen möchte ich denn ansprechen? Also bin ich eher so politisch aktiv und möchte da vielleicht auch ein bisschen meine Agenda so ein bisschen platzieren bei den richtigen Menschen, dann würde ich wahrscheinlich weniger auf TikTok gehen, sondern mich eher am Twitter halten. Wenn ich eher so ein bisschen Lobbyarbeit bei Unternehmen zum Beispiel machen möchte, dann sollte ich auf jeden Fall mir mal LinkedIn genauer anschauen. Und wenn ich sage, nee, bei mir geht es eigentlich vor allem um ältere Bürgerinnen, dann ist auf jeden Fall Facebook the place to be. Und so kann man sich das so ein bisschen überlegen. Da hat jeder Kanal so seine eigene Zielgruppe, die insbesondere rumläuft. Und das ist so der zweite Punkt, wo man abwägen könnte. Und beim dritten muss man wirklich in seine eigene Organisation reingucken und sagen, was wollen wir denn eigentlich? Was haben wir für Ziele? Ludwig hat das ja auch schon mal angesprochen. Ich werde auch noch mal kurz darauf eingehen. Nicht alle Kanäle sind wirklich super gut geeignet, um alle Ziele umzusetzen. Also viele sind auch für vieles geeignet. Man sieht ja auch hier, also seine Agenda so ein bisschen zu platzieren, das geht je nach Zielgruppe bei jedem Kanal eigentlich ganz gut. Ich würde jetzt mal denken, dass auf TikTok nicht die großen FörderpartnerInnen rumlaufen. Das geht dann vielleicht doch eher auf Twitter oder auf LinkedIn. Also man muss so ein bisschen abwägen, was passt am besten zu mir, wo sind auch die Menschen, die ich ansprechen möchte und was können wir auch schaffen. Dann das Problem, das hatten wir auch so ein bisschen, was soll man denn posten, unsere Inhalte, uns fällt immer nicht so richtig gut was ein. Das ist, glaube ich, auch ein Klassiker, wo jetzt vielleicht einige von euch nicken werden und sagen, ja, das haben wir auch öfter das Problem. Auch hier haben wir natürlich ein paar Tipps für euch. Der erste, der ist ziemlich banal, aber sehr wichtig. Einfach gemeinsam brainstormen. Wir haben ja schon gesagt, am besten auch vorarbeiten. Das lässt sich ja schön kombinieren mit einem gemeinsamen Brainstormen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Methoden natürlich. Da gibt es auch wirklich ganz viel Material im Internet. Ich habe so eine Lieblingsmethode, die wir auch wirklich gerne anwenden. Die hilft nämlich auf zweierlei Arten. Also erstens hilft die generell so ein bisschen, einfach Content zu finden. Auf der anderen Seite hilft ja auch zielgerichteten Content zu finden und alle Themen des Vereins oder der Initiative abzudecken. Das ist hier wirklich eine ganz banale Excel-Tabelle und man trägt auf der X-Achse die Themen ein, die man im Verein setzen möchte oder die einen im Verein beschäftigen und auf der Y-Achse trägt man die verschiedenen Ziele ein. Also zu denen kommen wir auch nochmal. Ludwig hat sie auch schon angesprochen. Möchte ich Mitglieder werben? Möchte ich Spenden generieren? Möchte ich Wissen und Informationen verbreiten? Und dann kann man sich überlegen, bei diesem Thema, zu diesem Ziel, welche Ideen kommen mir? Also es ist so ein bisschen so ein Rahmen für ein Brainstorming, der so ein bisschen die Leitplanken setzt dafür, dass man auch kein Thema vergisst und auch kein Ziel so ein bisschen außer Acht lässt, sondern dass man wirklich alles so ein bisschen mit einbezieht. Das ein- bis zweimal im Monat machen, die Ideen am besten gleich ausarbeiten, formulieren und zack, hat man schon wieder guten Content. Gemeinsam ist man immer am kreativsten, deshalb nutzt eure gesamte Vereinspower. Das kann man nicht nur bei wirklich so einem Offline- oder Online-Brainstorm machen, sondern auch on the go. Habt immer ein offenes Dokument oder eine Messenger-Gruppe oder ich weiß nicht, wie ihr euch vernetzt, wo Leute, die vielleicht auch nichts mit Social Media erstmal zu tun haben, Ideen posten können. Jeder ist ja vielleicht auch privat irgendwie bei Social Media unterwegs, kann sich inspirieren lassen, guckt sich andere Kanäle an, hat da vielleicht gute Ideen, die man adaptieren kann oder nachmachen kann.
Lasst euch da von anderen guten Input geben, an dem ihr euch orientieren könnt und der auch eure Kreativität so ein bisschen anregt. Feste Formate, das hatte ich vorhin schon bei der Zeiteinsparung, das spart auch Gehirnschmalz ein, kann ich nur empfehlen. Das spart wirklich Brainstorm-Power, wenn man schon weiß, wir stellen ja einmal den Mitarbeiter des Monats vor oder wir haben ja so einen historischen Kalender, dann muss ich mir das Format nicht überlegen, sondern muss mir nur noch den Inhalt überlegen. Auch das macht die Contentfindung auf jeden Fall leichter. Dann auch, was wir tatsächlich gerne machen, man sieht hier ein Beispiel von unserer Partner-Webseite Emmet. Zu viel gibt es bei manchen Kanälen eigentlich nicht. Also gerade bei so sehr schnelllebigen Medien wie Twitter oder Facebook, wo ja wirklich die Timeline alle 2 Minuten vollgespült wird mit Inhalten, da fallen Doppelungen gar nicht auf. Wir haben hier links mal ein Beispiel mitgebracht. Emmet ist eine Plattform, wo Artikel veröffentlicht werden. Und der erste Tweet, den wir dazu gemacht haben, war die Info, dieser Artikel ist jetzt erschienen. Dann haben wir nochmal eine Info aus diesem Artikel rausgezogen, nämlich eine Prozentzahl, die ganz spannend ist, haben die in so ein SharePick gepackt, hatten den zweiten Post zu dem Thema. Dann haben wir, das ging um Datensätze, haben wir einen Datensatz aus diesem Artikel bildlich dargestellt und haben den gepostet. Und zum Schluss haben wir als vierten Post noch ein Zitat aus dem Artikel rausgezogen. Das heißt, wir haben 4 Posts aus einem Artikel draus gemacht. Das ist absolut legitim und bringt die Leute im Zweifel vierfach dazu, den Artikel auch wirklich zu lesen. Das kann man mit so ziemlich allem machen und ist auch absolut legitim und ist ja auch spannend, weil der eine Post fällt in so einer vollgepackten Timeline im Zweifel gar nicht auf, beim zweiten schon eher. Und dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, wirklich den gleichen Post nochmal zu bringen, über so unter Hashtags wie Flashback Friday, man kennt das. Man kann aber auch natürlich sich an aktuelle politische Ereignisse dranhängen und sagen, hey, wir haben da schon mal was zu gemacht vor einem Jahr, aber das passt zu dem Kontext auch wieder gut. Hier nochmal der Post dazu oder hier nochmal der Link zu dem und dem Ereignis, das ist absolut legitim. Oder was man natürlich auch machen kann, die beliebtesten Posts des Monats einfach nochmal bringen und sagen, hey, das hat euch damals schon so gut gefallen, das guckt ihr euch einfach nochmal an. Dann haben wir so ein paar Do's und Don'ts, die wir uns immer aufschreiben, das kann ich auch nur empfehlen, also eine gemeinsame Liste festlegen, die so ein bisschen dazu dient, dass Posts qualitativ besser werden. Also was funktioniert bei unserer Zielgruppe gut, was oder wen vermeiden wir? Das kann man sich einfach so nebenbei führen, wenn man so merkt, hey, der eine Post hat richtig gut funktioniert, das merke ich mir. Oder man sieht irgendwas, denkt, oh, bei dem Influencer, der macht immer diese eine Kategorie, das ist auch richtig erfolgreich. Das schreibe ich mir auf. Vielleicht kann ich ja mal, wenn es auch sofort nicht klappt, vielleicht kann ich das ja auch mal probieren. Also einfach eine Liste führen, immer mal wieder drauf gucken. Das hilft beim Brainstormen und hilft auch, seine eigenen Beiträge besser zu machen. Dann haben wir noch Themenwochen und Kampagnen. Das ist eine super Möglichkeit, wenn man irgendwie eine große Veranstaltung oder ein Projekt oder irgendein Thema hat, das man demnächst platzieren will, kann man wirklich detailliert auf dieses Thema über einen längeren Zeitraum eingehen, ganz, ganz viel Content dazu machen, indem man wirklich noch den letzten Stein in dem Thema umdreht und beleuchtet. Das eignet sich sehr gut. Da hat man einen ganzen Monat voll mit Inhalten, wenn man sich wirklich sehr detailliert, anstatt oftmals sind Posts ja eher oberflächlich, wenn man sich da einarbeitet. Dann der letzte Punkt, und das war ja auch so ein bisschen bei euch angeklungen, so das Thema Reichweite, das Thema Erfolg von dem Post. Wir erreichen irgendwie nicht so wirklich was. Vielleicht kennt das auch der ein oder andere von euch. Man hat so das Gefühl, ja, man postet zwar irgendwas, aber so richtig zielgerichtet ist es nicht. Und darauf hat ja Ludwig auch einen Fokus gelegt, dass zielgerichtet sollte Öffentlichkeitsarbeit immer sein. Von daher hier noch ein paar Tipps. Und der erste natürlich, geht strategisch an die Sache ran. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr jetzt schon seit 2 Jahren einfach so postet oder sagt, ach, wir wollen aber erstmal ein bisschen anfangen, das ist absolut legitim. Ist aber immer mal wieder gut innezuhalten, jetzt kommt ja auch das neue Jahr, dann kann man das gleich mal irgendwie so zum Jahresauftakt machen und sich nochmal die Kommunikationsziele, die man hat, vor Augen führen und sagen, erfüllen wir die denn überhaupt mit dem Inhalt, den wir posten? Ich hätte jetzt noch ein bisschen länger ausführlicher dargestellt, wie man da speziell für Social Media guckt, was ist denn meine Strategie, wie zahle ich durch Kommunikation in Social Media auf meine Kommunikationsziele und so ja auch auf meine Vereinsziele ein. Ich würde das einfach mal überspringen, zur Not können wir in den Fragen nochmal drauf eingehen. Ich habe das nochmal ein Beispiel runtergebrochen. Einfach immer mal wieder gucken, die Formate, die wir bringen, den Inhalt, den wir bringen, zahlt ja auf unsere Ziele ein.
Der zweite Punkt ist ganz wichtig: jedes Bild, jedes Video, jedes schön designte Sharepic macht den Content attraktiver und wird eher dazu führen, dass Leute den liken, teilen, gerne auch kostenfreie Datenbanken nutzen und aber auf jeden Fall auf die Lizenzen achten und das Urheberrecht natürlich beachten. Dann, glaube ich, auch ganz wichtig, man muss sich auch so ein bisschen hervortun, ihr seid ja nicht die Einzigen, die auf Social Media unterwegs sind, dabei hilft die richtige Sprache zu sprechen und insbesondere eine gute Prise Humor, das funktioniert immer. Memes oder lustige Bilder, GIFs sind immer ein guter Tipp. Dann ist auch so ein Thema, ihr habt ja bestimmt alle so ein Thema für euch gekapert, wo ihr sagt, das ist für uns immer ganz wichtig. Ich habe hier mal ein Beispiel so rausgesucht. Wir haben beim iRedset sehr viel mit Smart City zu tun und man liest das überall. Smart City, Smart City, Smart City. Man kann auch mal die Perspektive umdrehen und sagen, wie sieht eigentlich eine Dumb City aus? Also einfach mal so dieses Gängige, was man immer hat und was schon so ein bisschen gleichförmig ist, mal unterbrechen und vielleicht wirkt das ja, um so ein bisschen euren Inhalt hervorstechen zu lassen, ist auf jeden Fall mal wert, das auszuprobieren. Genauso darauf achten, keine Floskeln, Phrasen oder leere Posts. Also wir sind heute bei einer Veranstaltung, ja, da möchte ich aber auch ein Bild sehen. Einfach nur ein Tweet dazu bringt nicht viel. Das ist klar, aktiv statt passiv verwenden und das geht auch ein bisschen einher. Direkte Ansprache, es ist ein soziales Netzwerk, die Leute wollen mit euch in Kontakt treten und das ist auch ganz wichtig, sagt den Leuten, was ihr von denen wollt. Wenn ihr wollt, sie sollen zu einer Veranstaltung kommen, dann sagt, kommt zur Veranstaltung. Ihr wollt, dass sie beim Newsletter sich anmelden, hier hatten wir gerade das Beispiel, dann müsst ihr posten, meldet euch beim Newsletter an, sagt den Leuten, was ihr von ihnen haben wollt. Be nice, das ist ja auch im Leben gut. Das ist wichtig. Ihr dürft auch gerne viel liken und teilen von anderen Menschen. So macht man auf sich auch Aufmerksamkeit. Man kann auch andere Accounts mal vorstellen, sagen, die machen auch ganz tolle Sachen, ähnliches Thema wie wir. Und selbst vielleicht bitten, dass andere Accounts einen erwähnen. Also einfach sich auch selber vernetzen und selber so ein bisschen Networking machen. Das funktioniert. Und wenn man das mit ein bisschen Charme macht, dann bringt das meistens auch was. Das hatte ich schon gesagt, auch be shareable, also gestaltet euren Content so, dass ihr den, dass der teilbar ist, dass der likebar ist, dass die Leute direkt sehen, was sie davon haben. Das macht das Ganze einfacher. Das ist auch wichtig, geht so ein bisschen mit dem Redaktionskalender einher. Guckt, dass ihr so Trends im Blick behaltet, gerade bei bestimmten Plattformen, wie zum Beispiel TikTok ist das ja fast schon Pflicht, dass man das macht. Aber auch so, wenn man einen Redaktionskalender hat, tragt euch relevante Tage ein, die für euren Verein und eure Vereinsziele wichtig sind und macht was dazu und habt auch so ein bisschen politische, wirtschaftliche Branchen-Events so ein bisschen im Hinterkopf, wo ihr anknüpfen könnt mit eurem Content und Hashtags kapern könnt. Und das ist auch wichtig, jeder Kanal hat so ein bisschen Zeiten, wo das wo die Zielgruppe am aktivsten ist. Passt eure Routine daran an, schaut, dass ihr ein bisschen zeitkritisch postet. Das wird jetzt nicht instant zu einer Reichweite von 100.000 Followern führen, aber es ist ein kleiner Tipp. Das ist auch wichtig, be attentive. Ich bin großer Fan davon, einfach auch mal andere Accounts durchzugehen, die euch gut. Genau, be attentive, also guckt euch andere Accounts an, die ihr selber gut findet und schaut, was machen die denn? Machen die irgendwas, was vielleicht auch für mich gut ist? Kann ich mir da was abgucken? Wieso sind die denn so erfolgreich? Und lasst euch inspirieren. Und das ist natürlich auch immer möglich, wenn ihr mal sagt, wir haben echt eine richtig tolle Veranstaltung, kann man auch mal anderen Accounts Mails schreiben und sagen, sag mal, wollt ihr nicht mal unseren coole Veranstaltung teilen. Im Zweifel revanchiert ihr euch auch das. Also man kann auch ein bisschen proaktiv an die Sache rangehen. Da muss man sich nicht für schämen, wenn man eine coole Veranstaltung hat. Auch wir machen das gerne und teilen auch gerne Inhalte von anderen. Dafür ist so ein Netzwerk ja auch da. Das geht einher mit Punkt Nummer 8. Budgets wurden angesprochen. Man sollte das wirklich mal überlegen. Auch mit kleinen Budgets kann man zum Teil was erreichen. Werbekampagnen, da könnte ich stundenlang drüber sprechen, möchte ich aber nicht. Auch hier gibt es ganz viel Hilfe im Internet, auch kostenfrei. Bezahlter Content, also Werbung auf Plattformen lohnt sich bei verschiedenen Anlässen. Also wenn ihr eine große Veranstaltung habt, wenn ihr eine bestimmte Aktion habt,
auch mal mit ein bisschen experimentieren mit kleinen Beträgen, wie sowas funktioniert, oder InfluencerInnen bitten für kleine Budgets. Bei Vereinen sind die meistens, gehen die noch mal ein bisschen mit den Preisen runter oder machen sogar umsonst, wenn die sich für die Sache interessieren. Auch hier einfach mal ausprobieren, nicht schüchtern sein, das lohnt sich. Und das hatte Ludwig ja auch schon angesprochen, ihr werdet sehen, am Ende unserer Präsentation haben wir auch unsere Kanäle verlinkt. Die gehören auf jede Präsentation, auf jeden Artikel, auf jede Website, in jede E-Mail-Signatur und in den Newsletter, auf jeden Flyer, überall klar machen, hey, folgt uns auch auf Twitter. Und wenn ihr eine Veranstaltung habt, das kann man auch gerne nochmal aktiv, so wie wir das am Ende wahrscheinlich auch machen werden, ihr könnt uns auch gerne auf Twitter und so weiter folgen. Als letzter Punkt, das ist nochmal ein Thema, da könnte ich auch stundenlang drüber erzählen, aber man kann, das ist ja bei zielgerichteter Kommunikation oder strategischer Kommunikation eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich Ziele setzt, sollte man auch so ein bisschen gucken, ob man das auch erreicht. Man muss das gar nicht so sehr technistisch oder so machen. Man kann auch einfach gucken, was hat denn gut funktioniert? Wo haben denn viele Leute reagiert? Wo gab es vielleicht besonders viele Likes? Und woran kann das liegen? Was funktioniert vielleicht auch immer mal wieder sehr gut? Dann kann man mehr davon machen. Auch hier, wenn man so eine richtig gute Auswertung haben will, dann ist das ja zum Teil auch wirklich sehr komplex, gerade bei Facebook oder so. Auch hier gibt es gute Hilfestellungen, welche von diesen 1000 Zahlen in Excel-Reihen da wirklich relevant sind. Und was natürlich auch immer geht, einfach mal fragen, was gefällt euch denn gut? Gerade bei Instagram oder so kann man das richtig gut machen, dann tritt man auch wieder in Austausch mit seiner Zielgruppe, was ja auch so ein bisschen der Sinn auch ist. Und die werden da sicher euch sagen, was sie gut finden und was nicht. Und dann kann man sich dran anpassen. So, jetzt habe ich ganz viel gesprochen und freue mich auf eure Fragen. Ja, danke Steffi. Ich nehme gleich mal direkt ein paar Fragen aus dem Chat auf, ja, weil da hat sich doch einiges getan. Ich mache hier mal. Es wurde auch viel diskutiert. Aber eine ganz konkrete Frage stelle ich dir direkt mal von Katja. Wie suche ich denn passende Hashtags auf Twitter wahrscheinlich? Ja, also es gibt diese berühmt-berüchtigten Hashtag-Finders, die kennen bestimmt einige von euch. Ich würde die nicht unbedingt empfehlen. Die kann man nutzen, das funktioniert so, das sind wie so Suchen, da gibt man einen Hashtag ein, ein Thema ein, zu das man postet. Also mal angenommen, hier von meinem alten Leitungswasserverein, suche ich mal den Hashtag Leitungswasser und gucke so, was sind denn da noch so für relevante Hashtags. Dann spuckt der mir im Zweifel ein, zwei Relevante aus und der Rest ist kompletter Murks. Ich würde eher sagen, das ist ein Prozess. Also wenn ich so einen Kanal starte, dann mache ich mal den Hashtag Leitungswasser und dann gucke ich mir andere Posts an. Wir bleiben jetzt mal bei Instagram einfach, da ist es relativ einfach, und gucke mir andere Posts zum Thema Hashtag Leitungswasser an und gucke so, was setzen die denn für Hashtags? Und dann gucke ich mal bei so großen Plattformen, die schon viele FollowerInnen haben, und gucke so, was machen die denn für Hashtags? Welche sind denn relevant? Und legt sich am besten eine Liste an und guckt, die sind gut, da ist vielleicht auch noch gar nicht so viel los, wenn man jetzt so, was gibt es denn da, so Hashtag Food Inspo oder so, da werden schon Millionen Beiträge sein, da sticht man im Zweifel nicht ganz so hervor, aber man kann so gucken, wenn das so Hashtags sind, wo nicht, sag ich mal, so ein paar tausend Inhalte sind, dann ist das hat man eine gute Chance, dass man da auch wirklich gefunden wird drüber, der eigene Post, und dass das ein relevanter Hashtag ist. Also das ist quasi, es gibt die einfache Variante mit solchen Hashtag-Findern, viel effektiver ist es, wenn man selber so ein bisschen Recherche macht und einfach guckt, was haben andere für Hashtags, und man geht dann so ein bisschen durch. Und ich glaube, mit der Zeit, wenn man sich immer wieder mit dem gleichen Thema beschäftigt, kommt das auch automatisch, dass man sieht, okay, irgendwie trendet gerade, Klimakonferenz, Gipfel, Weltgipfel oder so, da kann man sich ja mit so einem Leitungswasserthema auf jeden Fall dranhängen. Also man muss immer so ein bisschen gucken. Ja, dann haben wir noch eine andere Frage. Tom fragt was zum Thema Facebook. Er schreibt, ich habe gehört, auf Facebook ist es mittlerweile sehr schwer, neu einzusteigen und Reichweite zu entwickeln. Außerdem sind Menschen unter 40 da nicht mehr zu finden, schreibt er. Und es gibt später noch einen Beitrag, da schließe ich vielleicht gleich dran an, weil es ganz spannend ist. Facebook hat den Algorithmus ja geändert und bevorzugt jetzt eher private Beiträge. Wie kommt man da als Organisation eigentlich überhaupt noch durch? Das stimmt. Das ist ja bei so gesättigten Plattformen immer schwierig, insbesondere auch, weil man da ja auch wirklich nur gesehen wird, wenn Leute einen aktiv irgendwie suchen.
Ja, ist schwierig. Trotzdem, das heißt nicht, dass man sich da jetzt gar nicht mehr hinten bewegen sollte. Wenn da die Zielgruppe unterwegs ist, sollte man das auf jeden Fall machen. Das ist jetzt so ein bisschen individuell, aber jetzt mal ein Beispiel. Ihr habt irgendwie eine Veranstaltung und sagt, okay, da treffen wir Leute. Dann kann man zum Beispiel einen Teil dieser Ausstellung oder Veranstaltung oder was man auch immer macht, auf Facebook auslagern und sagt, ja, und ein besonderes Highlight findet ihr auf unserer Facebook-Seite, sodass man die Leute gezielt über Aktionen auf diese Seite lockt. Also Leute, die einen vielleicht schon gut finden, dass man sagt, folgt uns doch bitte konkret auch auf Facebook. Da gibt es nämlich jeden Tag auch was Besonderes. Das kann man machen. Ich weiß nicht genau, was für eine Organisation oder Verein du hast, aber was wir zum Beispiel, ich erzähle mal so, wir waren viel auf so Ständen unterwegs. Ja, das eignet sich natürlich super. Da kann man ja direkt sagen, geh mal auf Facebook, geh mal auf unseren Account, da haben wir letztens was Cooles gepostet. Zack, folgt der schon. Also man muss sich, glaube ich, so ein bisschen mehr bemühen als noch vor ein paar Jahren, dass man so eine Anhängerschaft aufbaut. Alleine dadurch, dass man jeden Tag was postet, da wird nicht viel bei rumkommen. Das stimmt tatsächlich. Also es geht wirklich so ein bisschen darum, so aktiv eine Community aufzubauen. Ich glaube, das wird jetzt schwierig in dem Rahmen, das im Einzelnen erklären, aber ich denke, es wird klar, du hast recht, es ist nicht so einfach mehr in so gesättigte Plattformen da jetzt eine große Reichweite zu bekommen. Ja, dann haben wir noch ein paar Beiträge. Es gab dann so ein paar Diskussionen, wo erreicht man die Leute am besten, junge Menschen tatsächlich über Instagram. Aber da gab es das Problem, schreibt Katja, wir haben nicht so viele gute Bilder. Du hast ja vorher schon darüber gesprochen, wie du einen Beitrag ausschlachten kannst mit Sharepics, Zitaten und so weiter. Aber wie kriegt man denn gute Bilder, um eben tatsächlich den Instagram-Kanal gut zu befüllen und regelmäßig zu befüllen? Ja, das mit den Bildern ist ein Thema, ist leider wirklich sehr wichtig, gerade bei Instagram. Das hat viel mit Ästhetik zu tun. Ich kann zwei Sachen empfehlen. Also ich würde so ein bisschen von abraten, dann komplett auf so Stock-Content zu setzen. Das wirkt meistens sehr, ja, steril und nicht echt. Ich würde dann, glaube ich, gucken, dass man so eine gute Mischung macht. Also wenn man ein schönes Stockbild dabei ist, das einfach gut passt, kann man vielleicht so ein bisschen versuchen, darauf zu gehen oder aber wirklich so ein Baukastensystem zu nutzen, wie ich das vorher vorgestellt habe. Mit Canva, vielleicht habt ihr nicht viele gute Bilder, aber ihr habt wahrscheinlich viele nette Gesichter, die sich bestimmt auch gerne mal fotografieren oder abfilmen lassen, viel Filmcontent machen, kurze Videos, wo ihr Dinge erklärt, wo ihr von Dingen berichtet und dazwischen vielleicht nette Zitatkacheln, die gut grafisch aufbereitet sind. Das ist schon die halbe Miete. Es müssen nicht so ganz furchtbar ästhetische Influencer-Bilder oder so sein. Das muss gar nicht sein. Es muss echt wirken, es muss zu euch passen und es muss irgendwie nicht so aussehen, als hättet ihr ganz kurz mit dem Handy irgendwas abfotografiert. Aber ich bin mir sicher, der Kanal kann für euch gut sein. Ein Beitrag fände ich noch ganz interessant, ist nicht wirklich eine Frage, aber ein Beitrag, der vielleicht ganz gut zu bedenken ist, ist, auf der einen Seite möchte man junge Menschen ansprechen von einer bestimmten Organisation, auf der anderen Seite aber gerade die Verbände dahinter, also die Jugendverbände in dem Fall jetzt. Und möglicherweise sind die ja doch auf ganz anderen Plattformen unterwegs. Wie kann ich denn so Absolut. eine Zielgruppenanalyse am besten gestalten? Absolut, das ist ein guter Punkt. Das ist ja eigentlich so ein bisschen, wenn man sich die Strategie überlegt, ist wirklich die Frage, also will ich die Zielgruppe an sich oder will ich vielleicht die Multiplikatoren, die hinter der Zielgruppe stehen? Und da würde ich jetzt mal spontan sagen, ich weiß es nicht, aber würde sagen, die sind wahrscheinlich eher auf Twitter zu finden, als jetzt auf direkt dem Kanal, wo sich junge Menschen tummeln. Das heißt, ich ja, würde einfach gucken, wo mir so vielleicht die 10, 15 Organisationen, die ich so im Kopf habe, die wichtig sind, raus und gucken, was nutzen die denn für Social Media Kanäle? Wo treffe ich die denn an? Das steht ja auf deren Webseiten oder man findet die auch direkt am Kanal und dann gucken, okay, von denen war jetzt die große Mehrheit eigentlich auch nur auf Twitter anfindbar, dann muss ich auf Twitter. Ja, bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir gerade das Fachpublikum sehr stark auf Twitter erreichen, weil da auch sehr viel politische Diskussion zum Beispiel stattfindet. Es gibt noch eine Frage. Das ist ein altes und sehr komplexes Thema, aber ich stelle sie jetzt einfach mal. Du kannst auch versuchen, kurz zu antworten, Steffi. Wie ist es denn mit dem Recht am eigenen Bild, wenn man eben Fotos von Veranstaltungen posten will? Also das klassische, die Frage, muss ich die Leute warnen, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, dass ich Bilder mache? Wer muss zustimmen? Wann muss man zustimmen? Was darf ich verwenden?
Ja, ich kann ja mal ein bisschen Werbung auch machen, oder? Gab es hier nicht auch einen Workshop genau zu dem Thema? Ich weiß nicht. Urheberrecht, ja, Urheberrecht. letztes Mal. Ich bin mir sicher, da ist die Frage auch gekommen. Ich weiß nicht, vielleicht kann Ines am Ende nochmal sagen, ob es hier nicht auch aufgezeichnet gibt. Das ist nämlich ein super wichtiges Thema und auch ein super, ja, überraschend spannendes Thema. Unser Kollege Henry ist ja so ein kleiner Fuchs, was das angeht, und kann das sehr gut runterbrechen. Das ist super wichtig. Damit, ich finde, das ist auch aus ethischen Gründen wichtig, aber auch wirklich rechtlich gesehen muss man da total aufpassen. Üblicherweise holt man sich die Erlaubnis bei der Einladung ein und sagt, wenn ihr teilnehmt, dann stimmt ihr zu. Dafür gibt es auch Formulare, die man auch im Internet findet. Hier würde ich aber auf jeden Fall nochmal ja, jemand drüber gucken lassen, der auch ein bisschen Ahnung von hat. Wie gesagt, wir haben dann kleines hier bei im Digital Vereinten Vortrag auch zu gehabt. Also jetzt spreche ich einfach die Warnung auf, jetzt nicht alle losrennen und Bilder von Veranstaltungen posten, weil die schön sind, sondern wirklich klar machen. Im Zweifel, wenn man die Person auf dem Bild kennt, kann man auch einfach nochmal fragen, ganz unkompliziert sagen, du, ich habe ein tolles Bild von dir, dürften wir das verwenden? Immer unbedingt fragen, im Zweifel sogar schriftlich einholen die Erlaubnis, dann ist man auf der absolut sicheren Seite. Ansonsten gucken, ob man nicht irgendwie jemand von hinten oder so drauf hat. Aber ja, da muss man wirklich aufpassen. Ich hoffe, jetzt haben wir alle Fragen beantwortet. Ansonsten kann man uns ja erreichen, auch weiterhin über unsere Kanäle, über die diversen Kanäle, die wir haben. Ich muss die noch Wir haben, wie einblenden. gesagt, müssen wir noch einblenden, das stimmt. Wir haben ein bisschen später angefangen, hören dafür auch ein bisschen später auf. Ich kann nur sagen, das war heute der letzte Workshop in dieser Workshop-Reihe für Digital Vereint. Uns hat es großen Spaß gemacht. Uns freut es auch, dass da echt immer richtig viele Leute dabei waren bei allen Workshops. Wahrscheinlich wird Ines gleich sowieso noch was kurz dazu sagen, aber man kann die ganzen Workshops auch bei Digital Vereint auf der Website im Nachgang sich nochmal angucken. Eben auch angesprochenen Workshop zum Thema Urheberrecht, den unser Kollege Henry gemacht hat. Der ist wirklich sehr, sehr spannend, weil es einfach nicht so einfach ist, das ganze Thema. Aber man kann es auch verstehen. Und insofern, ja, vielen Dank für die ganzen Teilnahmen und die tollen Fragen und Diskussionen. Danke an Steffi natürlich, meine Kollegin aus dem iRads Lab. Danke an Ines und das Team.